Herzlich willkommen jetzt zum letzten Teil des heutigen ZPDX-Tages. Schön, dass Sie dabei sind, dass Sie sich entweder jetzt dazu gewählt haben, weil Sie das Thema Recht interessiert oder weil Sie den ganzen Tag sich mit dem Thema People Analytics beschäftigt haben. Ich kann nur sagen, es war ein wirklich spannender Tag. Wir haben das Thema People Analytics aus den ganz unterschiedlichen Facetten uns angeschaut und haben die ganz unterschiedlichen Bereiche, ob es Freude an den Daten sind oder das Thema Storytelling oder das Thema von Haufe, also was können wir mit den Daten aus der digitalisierten Personalakte machen? Da haben wir schon mal ein bisschen rechtliche Aspekte angeteasert. An dieser Stelle auch noch mal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Haufe als Sponsor des heutigen Tages, die dieses möglich machen und ich glaube, sehr viel Mehrwert für die HR-Community und für uns hier bieten. Als Dankeschön da nochmals genannt. Dann möchte ich gerne auch nochmals am Ende des Tages auf die Freitickets hinweisen. Also wir freuen uns sehr, wenn Sie davon Gebrauch machen. Im Chat sind die Links dazu. Also bitte sichern Sie sich ein Freiticket für die Zukunft Personal Nord. Da fangen wir an im April und dann im Mai auf die Zukunft Personal Süd und freuen uns, dass wir Sie als Besucher, als Aussteller, als Experten dann dort wiedersehen in Präsenz und uns dann auch dort wieder vor Ort treffen und austauschen können. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Jetzt geht es also los mit dem letzten Teil, mit dem rechtlichen Aspekt. Denn letztendlich ist es immer wichtig, den rechtlichen Rahmen im Blick zu behalten, ob es um Datenschutz geht, um Arbeitsrecht, um Cybersecurity und auch der Einsatz von People Analytics, in welcher Form auch immer Sie das in Ihren Unternehmen tun, berührt also eine Vielzahl unterschiedlicher Rechtsgebiete. Das ist guter Rat, nicht nur teuer, sondern sehr wertvoll. Und Anwender sehen sich mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert. Deshalb sollte man diese rechtlichen Aspekte einfach im Blick haben. Und dazu haben wir uns einen Experten eingeladen. Maximilian Schumann heißt er, und er ist hier aus Düsseldorf zugeschaltet. Er ist Rechtsanwalt und Mitglied der Practice Area Technology, Medien und Telekommunikation. Er ist Spezialist für IT-Recht, hat in Berlin studiert und berät jetzt nationale und internationale Unternehmen. Seine Beratungsschwerpunkte sind internationale und nationale Datenschutzprojekte, Gestaltung von IT-Verträgen, natürlich auch das heiß geliebte Thema Umsetzung der DSGVO sowie natürlich auch Beratung allgemeiner Rechtsfragen in Bezug auf Digitalisierung. Maximilian, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf deine rechtliche Beratung hier am Nachmittag, damit wir nicht stolpern. Margitta, vielen lieben Dank für die netten Worte und auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich teile dann einmal meine Präsentation, damit wir auch etwas zum Anschauen haben und nicht ganz so die ganze Zeit mich im Vordergrund sehen, denn vielleicht hören Sie es, mein Sohn hat mich mit seiner aus der Kita mitgebrachten Erkältung etwas kalt erwischt. Daher bitte ich um Entschuldigung, falls ich etwas zu nasal spreche. Geballte rechtlicher Input jetzt als letzter Agendapunkt. Ich sag mal so, am Nachmittag ist das immer optimistisch. Ich hoffe, jeder hat sich zumindest ein bisschen den Kaffee geholt und wir können uns jetzt alle etwas zurücklehnen und etwas lauschen, denn ich finde, Thema People Analytics ist hochinteressant und mich begeistert das Gebiet selbst eben sehr, weil es viele Facetten im Recht gibt, die man beachten muss. Es gibt Fallstricke, die man beachten muss. Und darum handelt es sich ja auch heute in meinem Vortrag. Wir wollen herausfinden, wo die Reise hingeht, was man im Kopf haben muss, wenn man People Analytics-Anwendungen auch im Unternehmen implementieren möchte und auch entsprechende Anwendungen auch einsetzen möchte. Was möchte ich heute zeigen und worauf kommt es mir heute ganz besonders an? Ich möchte, dass wir uns klar machen, People Analytics hat rechtliche Fallstricke, Datenschutz, Arbeitsrecht,
KI-Recht möglicherweise, ja, dazu kommen wir auch gleich. Aber es wird möglich sein, immer People Analytics-Anwendungen auch zu implementieren, weil es wird immer eine Lösung geben. Davon bin ich ein Freund und man wird auch eine entsprechende Richtung einschlagen können, wenn es eben um datenschutzrechtliche Bewertungen beispielsweise geht. Ja. Abgerundet der Vortrag jedenfalls, wie ich finde, mit nochmal einer kurzen Zusammenfassung, was muss ich denn alles beachten, wenn ich People Analytics Anwendungen auch einkaufen möchte? Denn auch da gibt es ein paar gute Hinweise, die man auch schon, bevor man überhaupt anfängt, darüber nachdenkt, auch sich entsprechende Anwendungen zu beziehen, ja, vor Augen führen sollte. Mal eine ganz interessante Studie, Kienbaum-Studie aus dem Jahr 2020, um vielleicht mal etwas locker in das Thema einzusteigen. Über 500 Teilnehmende wurde gefragt, darunter eben auch KMU und Großunternehmen, zu dem Thema People Analytics. Und Ergebnis natürlich hier sieht man eindeutig, People Analytics spielt jetzt schon eine große Rolle. Das sehen wir auch in unserer täglichen Beratung. Aber und das ist ganz interessant, 54% der Befragten gibt eben an, ups, wir haben doch da entsprechende Hindernisse, die wir irgendwie nur schwer umschiffen können, beziehungsweise die wir eben immer beachten müssen, wenn es darum geht, solche Geschichten eben einzuführen. Und das hindert uns letztlich dran. Das liegt natürlich an vielen Dingen, die mit People Analytics einhergehen, insbesondere eben die Unklarheiten bei den rechtlichen Anforderungen, aber eben auch, das dürfen wir nicht vergessen, mit hohen Bußgeldandrohungen, Stichwort Datenschutz, dazu kommen wir gleich, und das wird eben auch wahrscheinlich Ihnen auch bekannt sein, die man irgendwie im Hinterkopf hat, wenn man entsprechende Anwendungen nutzen möchte. Ein weiteres Ergebnis aber der Studie, das fand ich wiederum interessant und bestätigt letztlich unsere Beratung auch im täglichen Geschäft. Erfolgreiche Unternehmen wenden meist People Analytics an, weil der Output, der aus den Anwendungen generiert wird, die Erkenntnisse sind so viel mehr wert als die Risiken letztlich, die damit auch einhergehen. Zumal, und daran erinnere ich jetzt heute, glaube ich, noch ein paar Mal, die Risiken sind in den Griff zu bekommen. Wichtig ist, dass man die Fallstricke eben auch kennt. Eine ganz interessante Entscheidung, die auch brandaktuell ist sozusagen, ist auch in diesem Zusammenhang vor ein paar Wochen entschieden worden. Betroffen war ein Logistikzentrum von Amazon in Niedersachsen. Das setzte nämlich Handscanner ein für die Beschäftigten, um ihre Arbeitsschritte zu erfassen. Ganz interessant deshalb, denn die Daten sollten zu dreierlei dienen, nämlich zum einen der Steuerung von Logistikprozessen. Ja, das liegt vielleicht auch auf der Hand. Dann die Steuerung der Qualifizierung der entsprechenden Beschäftigten, ja, damit man gezielt die Prozesse optimieren kann. Soweit, so gut. Und dann aber eben auch drittens die Schaffung von Bewertungsgrundlagen für individuelles Feedback und Personalentscheidungen. Und spätestens da ist jedenfalls dem Datenschutzrechtler in mir die Fragen aufgekommen, geht das überhaupt so, kann man das so machen, denn das Vorgehen selbst wurde natürlich gerügt mit dem Argument, ja, man greift eben hier sehr oder zu sehr in das Persönlichkeitsrecht des Mitarbeitenden selbst ein. Das kann schon nicht im Interesse des Mitarbeitenden sein und die Interessen des Arbeitgebers, ja, dieses Logistikzentrums können da gar nicht vordergründig sein. Ganz interessant, wie das Gericht entschieden hat, dazu kommen wir gleich. Zunächst, damit wir uns auch alle einmal ganz kurz vergegenwärtigen, was People Analytics für uns bedeutet, eine kurze Einführung, was jedenfalls als Jurist wir unter People Analytics verstehen. Warum mache ich das? Ganz, ganz wichtig, vielleicht auch ist Ihnen das in der Praxis jedenfalls schon mal mit entsprechenden Juristen aufgefallen. Wir sind total dabei, wenn es darum geht, sich Sachen zu definieren, Sachverhalte zusammenzufassen, damit wir eben die Thematik durchdringen können. Und hier eben People Analytics, damit wir überhaupt wissen, wo wir uns rechtlich aufhalten. Ja. People Analytics für uns, jedenfalls im Beschäftigungskontext, verbunden mit dem riesigen Begriff Big Data. Grob gesprochen geht es dabei eben darum, Datenanalysen im Personalbereich so zu generieren,
dass wir nicht nur klassische Quellen und einbeziehen, sondern eben Informationen aus vielfältigen internen sowie eben auch externen Bereichen verknüpfen und so neue Einblicke, neue Handlungsoptionen teilweise und vielleicht sogar auch schon Entscheidungen generieren. Die Anwendung solcher People Analytics Anwendungen ist natürlich mannigfaltig. Ich glaube, wir haben heute schon einige davon auch in den anderen vorhergehenden Präsentationen gesehen. Ja, beginnend mit Analysen über Top-Mitarbeitenden, wo man entsprechend einen Algorithmus für die Bewertung von Bewerbern beispielsweise sich entwickeln lässt oder aber eben auch Analysen von ausgeschiedenen Mitarbeitenden, um eben Tools für die Bewertung der Mitarbeiterzufriedenheit zu generieren. Richtig. Naja, es funktioniert jedenfalls und es ist auch rechtlich abbildbar. Das meinte ich heute und das werde ich noch ein paar Mal sagen, deswegen keine Scheu davor. People Analytics aber, und das sehen wir zumindest, wenn wir mal eine rechte Hand hier auch schauen, betrifft eben eine ganze Reihe von Rechtsgebieten. Mein Herz schlägt für Datenschutz und IT-Recht, deswegen natürlich auch diese Bereiche besonders. Aber Arbeitsrecht ist allgegenwärtig, das müssen wir beachten und KI-Recht sowieso, wenn es jedenfalls heißt, dass entsprechend KI auch mit implementiert ist. Warum? KI, wir sehen das hier einmal so ein bisschen grafisch dargestellt. People Analytics kann man in Stufen einteilen und sozusagen qualifizieren. Das geht damit einher, welche Anwendungsmöglichkeiten diese Anwendung entsprechend bietet. Ja, wir haben so auf Level 1, Stufe 1, 2 Standardfunktionen, deskriptive Analysen, die entsprechend damit einhergehen, beispielsweise beschreibende Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Anteil von entsprechenden Führungskräften im Unternehmen zu generieren. Diese Level werden auch teilweise zusammengezogen. Dann haben wir Level 3, die schon in Trendanalysen münden. Level 4, das sind dann prädiktive Analysen, die also in die Zukunft gerichtet sind und entsprechend Szenarien sich schon für die Zukunft überlegen. Und dann Level 5, wo entsprechende automatisierte Entscheidungen durch den Einsatz von KI-Anwendungen aus dieser Anwendung selbst heraus generiert werden. Und diese Übergänge sind nicht nur fließend, sondern unterscheiden sich im Einzelfall ja nach der entsprechenden Umsetzung und Anwendung. Und das ist natürlich für Juristen schwierig, deswegen auch entsprechende Sachverhalte zusammenzufassen, um zu bewerten, wo steckt denn jetzt überhaupt die juristische Finesse, was müssen wir beachten. Denn wir sehen jedenfalls hier in Level 5, wenn KI ins Spiel kommt, haben wir nicht nur die allgemeinen Vorschriften, die ich jetzt schon ein paar Mal genannt habe, sondern KI-rechtliche Vorgaben, die es möglicherweise dann auch bald umzusetzen gilt. Datenschutzrecht ist mein Steckenpferd, deswegen Datenschutzrecht auch jetzt hier erst einmal als erstes Thema und die Fallstricke. Ich möchte natürlich in diesem Vortrag Datenschutz jetzt nicht im ganzen Detail besprechen. Ich möchte mich da im Überblick Ihnen da auch etwas zeigen, wie man und was man beachten muss, wenn man sich mit dem Ganzen auch auseinandersetzt, damit man es eben auch zukünftig vielleicht sogar dann schon besser weiß und weiß, wann muss ich beispielsweise auch Rechtsabteilungen vielleicht mit an Bord holen oder eben den Rat einholen. Und für mich, auch in der Beratungspraxis, ist dabei eins wichtig, erst einmal zu wissen, was personenbezogene Daten sind. Bevor jetzt sich alle zurücklehnen und sagen, Gott, das habe ich ja schon tausendmal gehört, ich weiß das. Davon gehe ich auch aus, aber ich habe deshalb das Bedürfnis, das nochmal zumindest kurz zu wiederholen, weil es da auch aktuell immer noch, sagen wir, unterschiedliche Meinungen gibt, wenn man eben auch im Rahmen von People Analytics sich fragt, ob Datenschutz anwendbar ist oder nicht. Denn klar ist, Datenschutzrecht kommt natürlich dann nur zum Tragen, wenn wir auch personenbezogene Daten haben. Also Daten, die Personen identifizieren oder aber identifizierbar machen. Diese Daten kommen aus den unterschiedlichsten Quellen. Ja, das hatte ich schon gemeint. Umfragen, weiteren HR-Software, Social-Media-Kanälen, Benchmarks aus dritten Seiten beispielsweise oder auch biometrische Analysen. Das alles ist möglich. Wir haben eben unterschiedlichste Quellen und wir müssen uns überlegen, ist das überhaupt relevant? Sind das personenbezogene Daten? Denn ein Mandant, jedenfalls, ich erinnere mich da gerade dran,
kam mit einer entsprechenden Anfrage mal zu uns und hat gesagt, ja, ich wollte das nur noch mal ganz kurz datenschutzrechtlich abgeklärt wissen, aber eigentlich verarbeiten wir ja keine Daten, weil es ist alles anonymisiert. Wir können also keinen Personenbezug herstellen. Da müssen wir natürlich sagen, ganz klar, bei einer Anonymisierung, das ist ultra richtig, brauchen wir das natürlich dann alles nicht mehr zu beachten, wenn also der Personenbezug gänzlich fehlt. Das, was uns aber die Praxis zeigt, ist, dass der Unterschied zwischen Anonymisierung und Pseudonymisierung nicht immer ganz klar fällt. Denn der Unterschied zwischen Anonymisierung und Pseudonymisierung ist der, bei der Pseudonymisierung werden die Daten zwar auch in gewisser Weise so verarbeitet, dass man erst auf den ersten Blick nicht erkennen kann, welche Person dahinter steht, aber durch Hinzuziehung von weiteren Informationen, weiteren Tabellen oder anderen Programmen ein Personenbezug herstellbar ist. Also Pseudonymisierung eher als risikomindernde Maßnahme, aber wir befinden uns immer noch im Datenschutz. Und dann gehen die Augen weit auf, wenn man dann entsprechend sagt, tut mir leid, es sagen zu müssen, aber es ist keine Anonymisierung, sondern eben nur Pseudonymisierung und wir befinden uns im Datenschutzrecht und auch sind den Regeln entsprechend unterworfen und müssen so gesehen datenschutzrechtliche Grundsätze einhalten. Datenschutzrechtliche Grundsätze, mal ein bisschen plastisch zusammengefasst. Vielen wird es wahrscheinlich mittlerweile ein Begriff sein, weil Datenschutz gefühlt omnipräsent überall immer berücksichtigt werden muss. Natürlich ganz wesentliche. Wir haben Rechtsgrundlage zum einen. Was meine ich damit? Wir brauchen für jede Form der Verarbeitung, eben auch bei People Analytics, eine entsprechende Rechtsgrundlage, die uns erlaubt, diese personenbezogenen Daten, die wir entsprechend verarbeiten wollen, über die Anwendung verarbeiten zu dürfen. Das heißt, wir brauchen auch eine entsprechende Zweckbindung, wir brauchen entsprechende Erforderlichkeiten, die wir berücksichtigen müssen. Wir müssen das Interesse beispielsweise auch abwägen zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, dazu sogleich. Und vieles mehr. Daneben gibt es aber natürlich noch allerhand weitere Sachen, die wir einfach auf dem Schirm haben müssen, wenn wir solche Anwendungen einführen wollen, wenn wir entsprechend mit People Analytics arbeiten. Denn wenn wir personenbezogene Daten verarbeiten, dann haben wir stets und ständig natürlich auch Dokumentationspflichten, die uns auch entsprechend vorgegeben werden. Wir müssen den Zweck der Verarbeitung dokumentieren. Wir müssen den Gegenstand der Verarbeitung dokumentieren. Wir müssen aber eben auch Betroffenenrechte wahren, Stichwort hier Informationspflichten, Auskunftspflichten, die man nachkommen muss. Und die DSGVO entsprechend gibt uns das ja auch an die Hand, auch Bundesdatenschutzgesetz. Wir haben Schutzmaßnahmen, die wir ergreifen müssen. Ja, also Prinzip der Datenminimierung, Anonymisierung, Pseudonymisierung hatte ich gerade, aber eben auch die Speicherdauer muss begrenzt sein. Wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen und, ich sag mal so, nicht blank dastehen, sondern eben uns mit der ganzen Thematik auseinandersetzen. Und warum spreche ich gerade die Rechtsgrundlage an? Das ist oftmals für Juristen, wenn sie entsprechend bewerten müssen, das Einfallstor, die gesamte Anwendung einmal zu hinterfragen und sich zu überlegen, macht das alles Sinn? Wie kommen wir überhaupt datenschutzrechtlich dahin, dass wir das verarbeiten können? Und bei der Rechtsgrundlage, da ist es nun mal so, es stehen uns auch gesetzlich einige zur Verfügung. Also wenn das beispielsweise kann eine entsprechende Anwendung auf der Einwilligung des jeweiligen Betroffenen geschehen. Üblicherweise nimmt man aber eben von Einwilligung eher Abstand, denn die müssen jedenfalls auf Freiwilligkeit beruhen und auch Einwilligen können eben auch jederzeit widerrufen werden. Deswegen stützt sich auch unsere Mandanten, auch wenn wir das beraten, entsprechend eher auf § 26 BDSG oder Artikel 6 Absatz 1 11, also auf einem entsprechenden berechtigten Interesse, das wir erarbeiten und abwägen, um letztlich diesen Verarbeitungsvorgang zu rechtfertigen. Was meine ich damit? Beide in der Rechtsgrundlagen haben da entsprechende Voraussetzungen, aber in beiden Fällen ist es üblicherweise so, dass am Ende des Tages geschaut werden muss, wie sieht das aus bei den Arbeitgeberinteressen, was spricht dafür, was spricht für die Anwendung und was haben wir für Arbeitnehmerinteressen, die wir abwägen müssen und überwiegen diese nicht vielleicht.
Und das ist keine so einfache Aufgabe, denn letztlich kann das nicht Larifari passieren, sondern muss entsprechend auch wirklich stringent umgesetzt und analysiert werden, damit man dann eben entsprechend argumentativ belegen kann, dass diese Einführung solcher Anwendungen auch wirklich vernünftig und auf vernünftigen Erwägungen basiert. Und warum das wichtig ist, das meinte ich gerade angedeutet bei den Dokumentationspflichten, denn ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man datenschutzrechtlich dann schon für sich entdeckt hat, auch wenn man es vielleicht nur machen muss und dann aber eben nicht wirklich dokumentiert und bei einer etwaigen Anfrage der Datenschutzbehörde mit heruntergelassener Hose dasteht, also blank, und so nicht unbedingt der Eindruck entsteht, dass man sich datenschutzrechtlich damit wirklich auseinandergesetzt hat. Dokumentation, das werde ich noch ein paar Mal heute auch nochmal hervorstellen, ist einfach auch jetzt mal so aus der Praxis auch ein gutes Instrumentarium, um trotzdem, auch wenn man möglicherweise falsch liegt, jedenfalls zu sagen, optimalerweise macht man das nicht, aber wir haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt und bitte, hier ist alles das, was wir dazu haben und aus unserer Sicht das ist richtig. Die Datenschutzprüfung nämlich, die kann entsprechend zäh werden, wenn dann die Datenschutzbehörden kommen und sich alles dazu zu spezifischen Anwendungen auch zeigen lassen wollen. Zwei Grundsätze aber, die man auch im Rahmen von PeopleBed Analytics wohl durchaus auch so stehen lassen kann und beachten muss. Zum einen, Informationen aus dem privaten Lebensbereich, die nicht vom Fragerecht des Arbeitgebers gedeckt sind, dürften im Grundsatz nach nicht in der Analyse berücksichtigt werden. Punkt 2, Algorithmen, die für die Analyse eingesetzt werden, dürfen keine Elemente enthalten, die eine unzulässige Diskriminierung im Sinne des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes darstellen. Dazu komme ich gleich nochmal, aber das sind so zwei Kernpunkte, die wir einfach heute nochmal so mitnehmen. Da müssen wir aufpassen, das sind richtige Fallstricke, da darf man sich nicht verheddern. Ich hatte eingangs schon mal einen Fall erwähnt. VG Hannover hat geurteilt am 9.02.2023 zu den Handscannern. Und wir waren gerade in der Interessenabwägung stehen geblieben und hier schließt sich der Kreis, denn das Gericht hat nämlich eine entsprechende Verhältnismäßigkeit angenommen, in dem Sinne, als dass sie gesagt hat, die Gründe und die Zwecke, weswegen diese Daten entsprechend verarbeitet werden, sind erforderlich und verhältnismäßig. Das heißt, sie haben tatsächlich und sind auch entsprechend der Argumentation gefolgt, dass die Verarbeitung der Daten im Interesse des Arbeitgebers liegt, klar, aber auch den Interessen des Arbeitnehmers überwiegen. Denn sie sagen nämlich, passt mal auf, die Überwachung, die findet ja nicht heimlich statt. Also der Beschäftigte ist jedenfalls darauf hingewiesen und die können sich darauf einstellen. Punkt 1, Argument 2 haben sie auch gelten lassen. Der Hauptzweck ist eben nicht die Überwachung, sondern die Steuerung der Logistikprozesse. Absolut nachvollziehbar, deswegen sind ja die Zwecke auch gewiesen. Und auch insbesondere zum letzten Punkt, also dass es eine Bewertungsgrundlage für individuelles Feedback ist, haben sie letztlich durchgehen lassen und gesagt, naja, es ist eben keine Verhaltenskontrolle, sondern nur eine bloße Leistungskontrolle. Und haben eben auch aus diesem Grund die Verarbeitung dieser Daten entsprechend gerechtfertigt. Ganz interessant und fand ich auch ganz interessant gewesen, weil eben es auch in die Richtung des Logistikzentrums ging, die eben das auch so beantwortet haben und entsprechende Argumentation ja auch bereits schon vorgehalten haben. People Analytics, und das ist so ein letzter Fallstrick, den wir beachten und den ich hier kurz erwähnen möchte, wenn wir im Datenschutz uns aufhalten, und zwar die Thematik Artikel 22 DSGVO, also das Verbot einer automatisierten Entscheidung. Beispielsweise, wenn also
Unternehmen, Bewerber, die Kriterien aus Stellenanzeigen nicht erfüllen, rausfiltern wollen und dann beispielsweise daran andocken, wenn eine solche Entscheidung eben auch fällt, durch entsprechend anschließende Maßnahmen vollautomatisch beispielsweise eine Ablehnung bekommen. Dann sagt das Gesetz, Artikel 22 eben, Achtung, also so eine automatisierte Einzelentscheidung bitte erst einmal nicht. Also die betroffene Person hat das Recht, nicht eine ausschließlich auf einer automatisierten Vereinbarung, so heißt es im Gesetz, darauf beruhende Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder eben in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Es gibt aber natürlich da Ausnahmen. Deswegen, das ist eben hier eine Spezialvorschrift, die man einfach mal gehört haben sollte, wenn man eben insbesondere aus diesen Kubernetes-Verfahren heraus entsprechende Entscheidungen produziert. Es gibt Ausnahmen, die dann doch wieder dieses Verbot etwas kippen, eben beispielsweise, wenn eine Einwilligung schlichtweg vorliegt. Das meinte ich ja vorhin schon mal. Wenn also eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt, dann sind wir oftmals auf der sicheren Seite oder aber eben, wenn es einfach schlichtweg erforderlich ist. Ich nenne da ganz gerne mal das Beispiel irgendwie bei Audi, wenn da mehr als 100.000 Bewerbungen im Jahr eingehen, also schlichtweg alle 52 Sekunden eine Bewerbung, dann muss es da wohl schon eine Vorauswahl geben, weil man sich schlichtweg nicht alles anschauen kann. Funktioniert und das möchte ich transportieren. Datenschutzrechtlich, auch argumentativ, ist das zu rechtfertigen. Diese Folie kennen wir schon mal. Ich wollte sie ganz gerne nochmal so als Fazit für Datenschutzrecht zumindest einmal nochmal hervorheben. Datenschutzrechtlich ist alles möglich. Wir müssen die Grundsätze beachten und wir haben eine Entscheidung oder zwei Entscheidungen, wo der Mensch zum Schluss aber trotzdem die Letztentscheidung beibehalten muss. Das ist zum einen, wenn es eben um die Verarbeitung von besonderen personenbezogenen Daten geht. Und das sind Personalentscheidungen, die menschliche Lebenswege wesentlich beeinflussen können. Das ist so eine Faustformel. Dann wird man wohl sagen, okay, auch wenn People Analytics-Verfahren und Anwendungen in die Richtung gehen und sogar schon Entscheidungen treffen, da müssen wir aufpassen. Aber wenn man einmal datenschutzrechtlich das geprüft hat, Dokumentation erfolgt ist, hat man ein großes Repertoire gegen Datenschutzbehörden zum einen und also nach außen auch und nach innen aber eben auch und nach innen meine ich arbeitsrechtlich. Denn arbeitsrechtlich, das dürfte Ihnen sicherlich auch, das haben wir auch schon in ein oder anderen Sessions heute auch schon anklingen lassen, haben wir natürlich auch Gesetze, Fallstricke, die man jedenfalls, wenn es darum geht, auch solche Anwendungen einzuführen, beachten muss. Arbeitsrechtlich ist, ich habe hier das mal beispielsweise aufgeführt, das Betriebsverfassungsgesetz, sicherlich eines, an das man da sozusagen als erstes denkt, insbesondere an die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats. Ja, wenn es dann eben bei der Überwachung von Arbeits- und Leistungsverhalten geht, 87 mit Absatz 1 Nummer 6. Wir haben aber auch weitere Vorschriften, also beispielsweise Paragraph 95. Danach bedürfen wir Richtlinien über die personelle Auswahl bei Einstellungen und Versetzungen, Umgruppierungen oder Ähnlichem eben auch der Zustimmung des Betriebsrats. Und wir haben weitergehende Vorschriften, beispielsweise wenn es um Personalfragebögen geht, die bedürfen auch grundsätzlich der Zustimmung. Das ist immer dann ganz interessant, wenn man daraus nämlich dann auch Ergebnisse ableitet. Was passiert daraus? Sehr spannend und das kann man dann auch in diesem Kontext berücksichtigen. Arbeitsschutz habe ich mal mit aufgenommen. Das ist natürlich jetzt etwas sehr weit gedacht, aber auch da muss man natürlich sagen, wenn man softwarebasierte KI einsetzt, was eben auch People Analytics Anwendungen beherrschen mittlerweile und dahin geht ja nun mal auch der Trend, muss man sich fragen, wie sieht das aus, Arbeitsschutzgesetz, muss man da irgendwas beachten, da gibt es die allgemeinen Vorschriften, beispielsweise in Verbindung auch mit der Arbeitsstättenverordnung, die man berücksichtigen muss und natürlich
Nicht nur zu guter Letzt, sondern wir hatten es auch schon angesprochen, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das natürlich im Besonderen zu berücksichtigen, hier allgemein bekannt natürlich § 7 AGG, also die Benachteiligung wegen beispielsweise der ethnischen Herkunft, dem Geschlecht und Ähnlichem ist verboten. Das muss man natürlich dann auch beachten, wenn man die entsprechenden analytischen Anwendungen zum Tragen und zur Funktion bringt. Wir haben beispielsweise auch noch weitere Organisationspflichten, die wir danach einhalten müssen und nicht zu vergessen, das löst natürlich auch alles einen gewissen Schadensersatz und Entschädigungspflicht aus, wenn man gegen diese Grundsätze verstößt. Zwei Themen, die ich ganz gerne nochmal irgendwie mit hier in diesem Kontext einbringen möchte, einfach weil sie doch ziemlich häufig vorkommen und diskutiert werden. Das ist das erste, was ich schon anklingen lassen habe, § 87 Betriebsverfassungsgesetz als zentrale Mitbestimmungsnorm bei Einführung von entsprechenden IT-KI-Systemen, die man beachten muss. Also mitbestimmungspflichtig für die Einführung von Hard- und Software, die eben geeignet ist, das Verhalten oder eben auch die Leistung des jeweiligen Arbeitnehmers zu überwachen. Ja, wir sehen das hier auch wieder der Kurs auch zur Entscheidung, die ich gerade eben meinte mit dem mit der Registratur der Beschäftigten. Man muss also beachten, dass hier der Betriebsrat in der Regel mit eingebunden werden muss. Dabei sollte man aber immer den Sinn und Zweck dieses Mitbestimmungsrechts einmal sich auch vor Augen führen. Ja, der liegt eben im Schutz des Persönlichkeitsrechts des Einzelnen. Und hier ist dann sozusagen ganz witzig, der Gleichlauf auch zum Datenschutz wieder immer zu sehen. Ja, also man wird wohl erstmal nicht hier reinfallen, wenn wir also nicht nur einen einzelnen Arbeitnehmer fallen, also wenn die Systeme oder die Funktionen der Anwendung nicht die einzelnen Arbeitnehmer eben sichtbar und identifizierbar machen, sondern beispielsweise, wenn es eben nur eine Gruppe von Arbeitnehmern irgendwie identifiziert. Das läuft so ähnlich wie mit dem personenbezogenen Datum, ja. Also wenn wir natürlich keine personenbezogenen Daten haben, dann kann man hier einen gewissen Gleichlauf auch annehmen. Und die zweite Sache, die ich ganz gerne immer in diesem Rahmen auch einmal jedenfalls mit auf den Weg gebe, das ist eben entsprechende Problematiken, wenn man bei Betriebsvereinbarungen und Überbetriebsvereinbarungen sitzt. Denn das kann eine Lösung sein, um auch arbeitsrechtlich sich nach innen abzusichern. Ja, also der Abschluss einer Betriebsvereinbarung als Rechtsgrundlage für People Analytics kann dann eben auch Artikel 88 Absatz 1 DSGVO und 26 Absatz 4 BDSG dazu genutzt werden, um als Rechtsgrundlage zu dienen, die entsprechende Anwendung im Unternehmen anzuwenden. Ja, die Zwecke der People Analytics Verfahren sind dann eben so, dass die im Rahmen der Interessenabwägung entsprechend berücksichtigt und konkretisiert wird und gleichzeitig wird aber eben, indem man das so offiziell im Unternehmen entsprechend platziert, gewisse Transparenz natürlich auch geschaffen und die Anforderungen, die man auch datenschutzrechtlich hat, gleichzeitig mit berücksichtigt. Allerdings, da muss man darauf aufpassen, solche Betriebsvereinbarungen können die Standards der DSGVO grundsätzlich das Datenschutzrecht nicht herabsetzen, sondern nur eben konkretisieren. Arbeitsrechtlich, also auch ein bunter Strauß an Möglichkeiten und Fallstricken, wo man hereinfallen könnte, aber wie wir gelernt haben, auch hier handelbar, da argumentativ auch entsprechend auslegbar und wir können eben auch sagen, Achtung, wir haben es berücksichtigt, wir führen dieses Thema ein, berücksichtigen dabei eben insbesondere die schweren Kaliber des Arbeitsrechts und können da eine entsprechende Anwendung auch schaffen. Eine Geschichte, und darauf bin ich jetzt schon ein paar Mal eingegangen, ist KI-Recht. Das würde ich gerne hier so ein bisschen auch abrunden noch mit einbringen, weil es eben doch mittlerweile immer wieder auch bei uns antrifft und eben auch diese People Analytics-Anwendungen immer weiter ausreift und eben in der Anwendung mit betrifft, nämlich
dass in diesen Anwendungen automatisierte Entscheidungen durch KI-Anwendungen einfließen. Und das ruft wieder mal den europäischen Gesetzgeber auf den Plan, der nämlich in einer Allweisheit eine erste Regulierung der künstlichen Intelligenz aus dem Hut gezaubert hat. Wahrscheinlich wird es auch vielen schon ein Begriff sein. Mittlerweile ist es ja schon seit 2021 ein erster Entwurf der KI-Verordnung auf dem Markt, also ein erster Entwurf, der entsprechend mit Änderungsanträgen beschossen wird. Es gibt dazu ja auch schon einen Kompromissvorschlag der Rat der Europäischen Union. Die haben sich entsprechend dazu schon geäußert. Es ist ein, wie soll ich das formulieren, jedenfalls ein komplizierter Rechtsrahmen, weil er in meinen Augen natürlich die KI-Definition, die es natürlich dann das erste Mal gibt, sehr weit fest. Beide, also der Vorschlag der Europäischen Kommission wie auch der Rat der Europäischen Union, die sehen eine gewisse Unterschiede in der KI-Definition vor, aber gemeinhin ist die Definition, das sollte man sich jetzt erstmal nur merken, sehr weit gefasst. Also sie beinhalten eben auch, wenn man das ganz hart auslegt, auch diese Standardabläufe und Methoden in Softwareprogrammen, und man befindet sich relativ schnell in dieser Verordnung, die man dann voraussichtlich 2023, 2024 mit einer Umsetzungszeitraum von 3 Jahren beachten muss. Und warum man die beachten muss, das ist dann Gegenstand dieser KI-Verordnung, die, das vielleicht als kurzer Überblick, grundsätzlich nach einem risikobasierten Ansatz KI-Systeme einteilt. Beginnend mit verbotenen Praktiken, mit untragbaren Risiken, die von KI-Systemen ausgehen, wie beispielsweise Social Scoring-Systemen, und dann allerdings erhebliche Anforderungen auch an Hochrisiko-KI-Systeme deckt, also von denen ein hohes Risiko ausgeht. Beispielsweise, kommen wir gleich auf People Analytics nochmal zurück, fallen auch darunter KI-Systeme, die bestimmungsgemäß für die Einstellung oder eben Auswahl natürlicher Personen verwendet werden, oder darunter fallen auch KI-Systeme, die für die Entscheidung über die Beförderung oder Kündigung von Arbeitsvertragsverhältnissen einhergehen. Ganz interessant. Wir haben dann noch zwei weitere Stufen. Einmal KI-Systeme mit geringem Risiko, beispielsweise Chatbots oder Deepfakes, und KI-Systeme mit minimalem Risiko, beispielsweise gehen die von Videospielen oder Spamfiltern aus. Und das Schlimme, wenn man das so formulieren möchte, ist, dass People Analytics-Anwendungen, die eben eine solche entsprechende Anwendung, KI-Anwendung auch mit vorsehen, dann relativ schnell als Hochrisiko-KI-System anzusehen sind, in diese Stufe fallen und damit sehr streng reguliert werden. Was meine ich damit? Ich habe das versucht, hier einfach mal ein bisschen übersichtlich darzustellen. Also wir haben ein hohes Maß an regulatorischen Anforderungen, die eben mit der KI-Verordnung einhergehen. Das sind natürlich neben allgemeinen Risikomanagementsystemen, die man vielleicht sogar noch irgendwie in irgendeiner Art und Weise hat, jedenfalls zu Qualitätsanforderungen. Wir haben aber darüber hinausgehende Aufbewahrungspflichten. Wir haben Anforderungen auch an Cybersicherheit, Cybersecurity. Wir haben Informationspflichten und. Wir haben also auch hier einen Strauß, und das möchte ich einfach nur transportieren heute. Wir müssen einfach nur da das Bewusstsein schaffen, dass es da eben noch etwas gibt, was irgendwie droht, und dass wir jedenfalls, wenn wir auch neue Systeme einführen, im besten Fall direkt berücksichtigen, damit wir, wenn die Entwicklung so rasant weitergeht, wie sie eben das auch tut, auch zukünftig auf der sicheren Seite stehen. Und das macht eben auch die Auseinandersetzung mit KI-Recht eben erforderlich. Warum sage ich das? Ich habe das bei der DSGVO und bei Datenschutzrecht nicht thematisiert und möchte jetzt hier auch nicht breittreten, aber auch hier wandeln wir unter dem Schirm von immensen Geldbußen, die eben drohen, insbesondere hier im Mittelteil.
Also Geldbußen, die weit weg von Gut und Böse sind, finde ich, also bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes betreffen. Und diese Pflichten, die hier auch aufgeführt sind und die es dann entsprechend auch zu berücksichtigen gibt für entsprechende Risiko-KI-Systeme, sind eben immens. Und eine Geschichte, die eben auch so enthalten ist in der KI-Verordnung, das ist, ja, sagen wir mal, nicht unalarmierend. Sanktionen müssen, so sieht das eben auch vor, wirksam sein und verhältnismäßig, aber eben auch abschreckend. Und die Befürchtung ist jedenfalls ziemlich nahe, dass auch dann entsprechende Behörden abschreckende Maßnahmen ergreifen und KI-Recht, KI-Regulierung sehr streng durchsetzen. Daher wichtig und daher für mich auch heute nochmal wichtig, um zu transportieren, dass es eben das auch gibt und wir damit jetzt schon arbeiten müssen. Zum Schluss, und damit möchte ich unsere Praxis, die wir vor allen Dingen im täglichen Geschäft auch haben, abrunden, auch diesen Vortrag auch abrunden, die Frage, die sehr häufig an uns transportiert wird: Wenn wir denn schon People Analytics Anwendungen beschaffen, worauf müssen wir denn achten? Wann müssen wir wie was beachten? Und ja, wie gehe ich vielleicht auch so ein bisschen damit um, wenn ich vor der Aufgabe stehe? Ich habe heute vielleicht über den ganzen Tag gelernt, dass entsprechende Anwendungen super sind, weil sie eben auch das tägliche Doing bei uns erleichtern. Jetzt weiß ich aber nur nicht, wie gehe ich da gescheit vor und was muss ich da dann insbesondere beachten? Und ich habe versucht, das etwas bubblemäßig uns hier einfach nur nochmal auf die virtuelle Tapete zu werfen, nämlich gewisse Themen, die wir beachten müssen, wenn wir entsprechende Softwareanwendungen beschaffen. Da steht dann auch unsere und meine Beratungspraxis insbesondere im IT-Wesen an. Wenn man sich regelmäßig in Verhandlungen mit entsprechenden Softwareherstellern befindet, dann hat man doch öfters mal Aha-Erlebnisse, die man dann gleich berücksichtigen muss. Und das beginnt eben in vielerlei Hinsicht, Start und Auswahl entsprechend. Wir haben, da müssen wir schauen, dass wir möglichst frühzeitig Rechtsabteilungen einholen. Datenschutz und Arbeitsrecht habe ich schon gesagt. IT-Sicherheit, ja bitte unbedingt klären. Aber auch wissen, wem gehören denn die Daten, wer kann die Daten verarbeiten, muss ich dabei aufpassen, dass ich nicht meine Unternehmensgeheimnisse damit offenlege und nichtsdestotrotz, also zum Schluss auch, welche Leistungen soll überhaupt vom Ganzen ausgehen und wie haben wir, welche Rechte werden wir überhaupt an der Anwendung eingeräumt, das ist insbesondere für die kommerziellen Belange, wenn ich dann auch entsprechende Anwendungen einhole. Soweit, so gut. Die Zeit ist fortgeschritten. Ich habe schon das Signal bekommen von Margitta. Vielen Dank. Dann bin ich heute auch schon durch. Ich kann mich nur bedanken für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, der Kaffee hat gewirkt und wir haben alle irgendwie noch ein paar Dinge mitbekommen. Vielleicht das abrundend nochmal meine Message für heute. People Analytics ist wirklich sehr gut. Unsere Mandanten machen damit sehr gute und positive Erfahrungen und es ist möglich, wenn man eben die Fallschritte beachtet. Vielen Dank. Ja, danke schön, Maximilian, für diesen interessanten Vortrag zu den rechtlichen Rahmenbedingungen am Nachmittag. Ich habe eine Frage auch direkt aus dem Chat und die sollten wir auch noch kurz beantworten. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ja. Kann man sagen, dass KI Systeme grundsätzlich nicht der Verordnung unterliegen, wenn sie also nur entscheidungsunterstützend eingesetzt werden, wenn also letztlich der Mensch die Entscheidung trifft? Ja, das ist eine komplizierte Frage tatsächlich. Wir hatten in einem Projekt nämlich eine ähnliche Fragestellung. Unsere Erkenntnis aus unserer Beratung ist folgende: Es kommt darauf an, wie weit die Entscheidung des Menschen mit einspielt und wie weit die künstliche Intelligenz die Entscheidungen beispielsweise auch schon vorgibt. Ja, also man muss eben danach schon qualifizieren, was macht die KI wirklich und was macht sie nicht. Tatsächlich, das muss ich leider, ich mache das fürchterlich ungern, aber tatsächlich kommt es wirklich auf den genauen Einzelfall an, welche
welchen Output diese KI dann auch wirklich liefert. Ich neige dazu aber zu sagen, nein, grundsätzlich möglich, dass das ausfällt, weil man dann eben nicht diesen KI-Begriff so weit sieht. Aber wie ich gerade eben schon meinte, ich meine, es wird ja viel gefochten auch noch um die KI-Verordnung und der Begriff geht ziemlich weit. Also das heißt, sie haben da schon sehr schnell den Anwendungsbereich eröffnet, was uns jedenfalls eher zurückhaltend einschätzen lässt. Achtung, wir sind da völlig draußen, da dann die Handschuhe ins Feuer zu legen, zu sagen, wir wissen zu 100%, das ist nicht anwendbar, das ist sehr schwierig mit Ja zu beantworten. Also, um es kurz zu machen, ich würde sagen, es kommt auf den Einzelfall an, insbesondere jetzt, ich kenne jetzt den einzelnen Sachverhalt nicht, würde ich aber davon Abstand nehmen, das kategorisch auszuschließen. Die klassische Antwort des Juristen, es kommt darauf an. Tut mir leid, ja. Nein, es ist völlig in Ordnung. Also du hast es ja auch sehr gut erklärt. Die zweite Frage, praktisch nochmal gefragt, wenn man also ein System aufsetzt, wie läuft die rechtliche Prüfung ab der relevanten Gesetze und der Verordnung? Also kannst du da Checklisten, Prozessabläufe empfehlen, nach denen man sich richten kann? Ja, machen wir selbst ja auch schon unsere Beratung. Wenn da Bedarf besteht, gerne mich einfach mal ansprechen. Wir im optimalen Fall, und das damit meine ich ja nicht mehr externe, sondern eben auch interne Rechtsabteilungen, sind die eben schon bei Beginn an dabei. Ich weiß, üblicherweise in der Praxis funktioniert das nicht, weil nämlich der Einkauf erstmal losschießt und dann später irgendwann die rechtliche Expertise holt. Es gibt nicht unbedingt den Fahrplan, den man fahren sollte, aber natürlich hat die Frage der rechtlichen Bewertung eine gewisse in sich gekehrte Logik. Ja, das wird man also erstmal, wird es darum gehen, überhaupt zu eruieren, wie ist diese Leistung überhaupt aufgebaut. Das meinte ich vorhin mit der Frage, was muss man überhaupt beachten, wenn man Leistung beschreibt, was muss man machen, überhaupt dieses System einzukaufen. Weil erst dann, wenn ich genau weiß, was das System leistet, kann ich überhaupt entscheiden, wer und welche rechtliche Prüfung sozusagen noch durchzuführen ist. Deswegen, weil Datenschutzrecht üblicherweise dem Zivilrecht folgt, sind Datenschutzrechtler eben auch erst an zweiter oder dritter Stelle positioniert und im Vorfeld liegt es eben das allgemeine Zivilrecht, die allgemeinen Vertragsjuristen, die sich vordergründig erst einmal mit den ganzen Leistungsbeschreibungen und Merkmalen auseinandersetzt, eben auch kommerzielle Fragen klärt. Und wenn man dann eine gewisse Vorstellung hat, was ist der Leistungsbereich, wie soll die Anwendung grundsätzlich auch eingeholt werden, dann kommt man dahin und sagt, Achtung, jetzt haben wir datenschutzrechtlich ein Problem, weil wir müssen das einmal klären und freigeben. Ja, wir kommen aber meistens zu spät als Datenschutzrechtler, aber so ist das dann eben in der Realität. Aber man klärt natürlich schon im Rahmen dieser Vertragsverhandlungen eben wichtige andere Details, wie eben, welche Rechte habe ich an der Anwendung, welche Rechte habe ich an den Daten, welche Rolle spielt der entsprechende Softwarehersteller. Die Stringenz, um das zusammenzufassen, natürlich von vorne nach hinten, erst einmal Vertrag sichern, erst einmal dort schauen, dass vertraglich geregelt ist, was soll überhaupt geregelt werden, wie ist die Leistung der Anwendung und wenn man das beschrieben hat, wenn man weiß, wie es funktioniert, dann bitte überlegen, alles klar, jetzt muss ich das wohl noch durch Expertenhand, was Datenschutzrecht angeht, was Arbeitsrecht angeht, noch prüfen lassen. Vielen Dank für deine erste Einschätzung und vielen Dank auch an die Fragen im Chat. Also wenn Sie noch genaue, spezielle Fragen haben, gerne dann nochmal auf Maximilian zugehen. Jetzt sind wir nämlich am Ende des Tages angelangt. Wir haben viel Wissen geteilt zum Thema People Analytics, zu Daten, zu Best Practice, zu Studien, Insights und Tipps und Rat zu diesem Thema bekommen und das alles aus den verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Danke für Sie an den Bildschirm, für Ihre Teilnahme, für Ihre Fragen, für Ihre Anmerkungen. Danke, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, dass Sie damit ein bisschen besser die Herausforderungen im Alltag bewältigen und uns gewogen bleiben, wieder dazuschalten und das, was Sie gerade machen, besser analysieren können im Sinne der Menschen. Danke auch an alle Sprecher und Sprecherinnen, Wiebke, Felix, Tim, Tobias, Annika und jetzt Maximilian. Danke auch an das Team
der ZPDX-Tage für die Vor- und dann auch die Nachbereitung, denn dieser Tag und auch die Präsentation werden Ihnen im Nachgang Mitte ab März zur Verfügung gestellt. Also danke an die Technik, an Henrik und Ralf, an Heike und Rebecca, an Sie, an Haufe als Sponsor des heutigen Tages. Haufe hat diesen Tag mit möglich gemacht. You made my day in Summe. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich habe viel gelernt von den Sprechern, von ihren Fragen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf ein persönliches Treffen dann in Hamburg vielleicht oder in Stuttgart. Also holen Sie sich ein Freiticket, seien Sie dabei und jetzt erstmal Wiedersehen. Auf Wiedersehen oder in Hamburg sagt man Tschüss. Einen schönen Nachmittag und später einen guten Feierabend. Genießen Sie ihn und bleiben Sie uns gewogen. Bis bald. Tschüss.